Was jetzt? Dieser Tunnel führt dich zum Succubus. Wie komme ich da runter? Du kommst nur aus dem Limbus hinein. Ich kann dir nicht folgen. Was ist das, eine Eieruhr? Es ist ein Fläschchen mit einem Zauber aus verschiedenen... Ich muss es nicht wissen. Du springst und ich drehe. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Ich springe, du drehst. Viel Glück. Ja. Erstmal gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Da. Easy Game. Wir haben 2 Minuten Zeit dafür. Okay. Muss ich die überhaupt töten? Naja, für die Bewertung müssen wir es wahrscheinlich machen nachher. Ja, wir haben aber Zeit. Drei Sekunden, wir glauben, das ist ein bisschen eng. Das klingt nicht gut. Ich sollte mich beeilen. Ich habe nicht viel Zeit. Auf in das Licht! Das Licht am Ende des Tunnels! Geh nicht hinein! Tu's nicht! Doch, wir tun's trotzdem. Denn wir müssen uns den Succubus oder wie das Ding heißt, stellen. Hat irgendwie so ein Bus. Damit fährt er Helgicht. Okay. Der Tür hört sich ja schon krank an. Die hört sich auch an wie so eine geheime Zutat von so einem Getränk. Also du bist wohl die geheime Zutat. Wer bist du? Bin deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Aber nenn mich einfach Dante, der Dämonen tötet. Klingt doch gut oder einfach nicht?
Also 1200 Jahre, ja. Okay, die ist sauer. Bist du dir sicher? Oh. Ey, ich hab voll Shift gedrückt. Wir können hier lang. Dann hilft nichts nochmal. Okay, ich merke schon, der Kampf wird schwer. Kann ich eigentlich irgendwo... Warte mal ganz, ich weiß, habt ihr mich angesprochen? Dass ich das mal alles hoch machen soll. Weil es anscheinend zu laut. Zu leise meine ich. Oh, okay, gehen wir hier oben lang. Hier drin, Schätzchen. Die schreit voll viel. Mama mia, Alter, die macht doch voll so viel Damage. Alter Faller. Ich will sogar einfach nur keinen Schaden erleiden. Aber das ist doch eigentlich, ja, nicht gut, aber auch nicht schlecht. Aber es öffnet mir so, wenn ich keinen unnötigen Schaden erstmal fressen. Frage mich nur. Manipuliert das die Menschen oder was macht dieses Zeug? Nein. Ach, das hat aber mehrere Phasen. Thank you.
Ja, genau. Das war nicht fair. Nee, sorry. Ich war Half-Life, ja? Und der war so boom, boom, fliegt durch die Gegend. Das war nicht fair. Von euch. Klebriger Wichslappen. Das hat mich aber noch keiner genannt. Also irgendwie kennt ihr ziemlich gut meine Mutter. Hey, wake up. Boah, wer wake up mich? Disconnect ist gleich einfach, TS. Ohne Momente, Leute. Ich fixe eben das Problem. Heilige Mama Maria. Alter, hey, wake up. Wer wake up mich? So, wenn es eine unwichtige Person ist, disconnecte ich einfach. Fairer. Ah. Sorry. Warte, dann schreibe ich noch kurz. Komme gleich. Und disconnecte. Naja. Habe ich dieses Disconnected noch nicht gehört. Das verwirrt mich gerade. Klecks, Alter. Dann haben wir die erste Phase wieder gepackt, Half-Life natürlich. Hört sich hammer eklig an. So, wenn Deutsch jetzt gleich die erste Fähigkeit, dann mache ich den Mo-Modus und gib ihr. Oh, ist weg hier, oh. Aber es bringt was. Hier hoch. Konzentration. So, easy game, haben wir die geboost. Gib ihr, bam, Junge. So gehe ich auch mit meiner Frau um. Wenn ich eine hätte. Vielleicht ist das auch der Grund. Ich werde dich fressen, dir ausschweifen und deine Blut trinken.
Wie soll ich das bitte dodgen? Da nutze ich die goldene Kugel jetzt. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, lieber Succubus. Das war ein anderer Schwierigkeitsgrad hier, aber I don't need that stress against you. So, bist du mal langsam tot? Du Schneckenvieh. Eine Dämonenschnecke. Observiert. Und sie geht unter. In ihrer eigenen Scheiße. AKA Geheimzutat. Ich glaube, das war's noch nicht. Die ist doch wahnsinnig. Das war's wieder zu Kuppus, oder? Bist komplett durchgedreht. Oh ja, das kann zu laut sein. Die ist mega durchgedreht. Oh, er ist wütend. Erstmal poppen. Oh, was? Was ist los? Succubus. Wirklich. Müssen wir über... Sie sprechen? Mein Succubus ist tot. Oh. Sparda. Der Verräter, was ist mit ihm? Seine Brut. Der Nephilim. Er wehrt sich. Ah! Ja, wir wehren uns und wir spüren seine Wut, denn das war unser Ziel. Und damit bedanke ich mich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ihr dreien. Euer Yuichiro Hiyaka Akairoki. Der Succubus ist tot und mal gucken, wie es weitergeht. Ciao. Ups.